Für den zweiten und dritten Rodungstag waren konkrete Behinderungsaktionen geplant. Ein Bagger der Rodungsfirma wird auf dem Anfahrtsweg blockiert. Mit dem Einsatz von Sondereinsatzkommandos der Polizei verschärfen sich die Auseinandersetzungen. Trotzdem meint ein Polizeipsychologe, da werden Sie doch festgestellt haben, dass die Beamten, die Jungen, sehr besonnen, sehr beherrscht und auch gesprächsbereit im Übrigen mit den Demonstranten vorgegangen sind. Das ist sicher Einfluss, nicht nur von uns, sicher aber auch von den Vorgesetzten oder auch Einstellung der Polizei. Samstag nach Rodungsbeginn. Großdemonstration am Rande des WAA-Geländes. 30.000 protestieren gegen den Baubeginn, während sich die Polizei vollständig aus dem Wald zurückgezogen hat und die Rodungsarbeiten übers Wochenende eingestellt sind. Wie weit, meine Damen und Herren, ist doch dieses Staatswesen heruntergekommen, wenn die vielgepriesene Liberalitas Bavariae so sehr mit Polizeigewalt und deutscher Konsequenz abgesichert werden muss, dass man den Eindruck bekommt, hier in Schwandorf beginne bereits die DDR. Rückblende. Am frühen Morgen umzingeln Bundesgrenzschutzeinheiten in Erlangen und Nürnberg zwei Autokonvois, in denen angeblich Gewalttäter zur Großdemonstration nach Wackersdorf unterwegs sind. Die Staatsmacht probt Spaltung und Kriminalisierung im Vorfeld. Zum Halbsiesen sind die Bullen gekommen, sind erst da runtergefahren und dann haben sie erstmal die Straße dicht gemacht. Hinten war dann auch ein Einsatzkommando von Bullen und tja, dann haben sie uns einfach nicht mehr rausgelassen. Wir haben erstmal mit denen diskutiert und nach einer Zeit ist rausgekommen, man soll sich alle kontrollieren lassen. Naja, sind die ersten zwei Fahrzeuge hingefahren und dann haben sie Sachen beschlagnahmt wie ein Brotschneidemesser und ein Halstuch, ein ganz normales Halstuch. Dann trage ich im Moment keins, weil das sind strafbare Gegenstände und die rechtfertigen wiederum die Personalienaufnahme. Tja, jetzt werden halt die ganzen Fahrzeuge durchsucht, die Personalien aufgenommen. Tja, und der Rest sitze ich in Wackersdorf. Ne? Nach der Kundgebung schließen sich Tausende dem Aufruf der Oberpfälzer Bürgerinitiativen an und ziehen auf den Bau. SPD und Bund Naturschutz hatten im Vorfeld eine Platzbesetzung als mögliche Widerstandsform abgelehnt. Stattdessen sollten Menschenketten gebildet und der Platz umzingelt werden. Sofort beginnen die WAA-Gegner mit dem Bau von Barrikaden und Hütten. Die Freie Oberpfalz wird ausgerufen und besteht 48 Stunden. Wie schaut es bei euch aus? Ihr seid von Altenschwander? Oberficht. Von den Altenschwander, die wo rundum sind, warum machen eigentlich die nichts dagegen? Das sind zu wenig, da ist so nicht mit mir hier. Da waren schon viel dagegen, aber die Trauer sind nicht hintergegeben, was heißt, hoppla, da geht dann. Was ist Viecher? Und jeder hat was, das draußen ist nicht hergegeben. Ja, ich habe auch was. Ist, ja. Ist so geht aus, ist von der Partei, dann von der Sali, ich gehe nicht hin, weil ich von der Partei bin, geht das schon gar nicht hin. Ne?
Die sind viel Wochen. Ja, das sollten jetzt doch aber die wissen, dass auch gerade die ländlichen, auch die Bauern, mit dir von den Schwarzen beschissen werden. Das, ja, muss, doch, das muss doch jeder Depp schon gleich merken, das oder? Das kann von uns nicht. Die, schau doch, die Großbetriebe, ja, die haben doch nur alle Schwarze. Ja, schon. Nur? Schon. Die kriegen die Gelder. Wer kriegt es denn? Keiner, der kriegt es ja nicht. Ja, aber wenn es also für die Großbetriebe schauen, unseren Betrieb in tun, dann die Dreiviertel dagegen, dass das herkommt. Der Chef, ein ganzer Schwarzer. Ja. Und geben da frei, wie in der Demonstration war, geben da frei. Ja. Das ist gegen die Wiederaufbereitung. Ja, das gibt's viel. Das ist gegen die Wiederaufbereitung. Aber er sagt, er geht nicht her, oder? Hat er selber gesagt, wenn ja, wir versammeln gerade, er geht nicht her, weil. Gegen den ganzen Ding. Ja, sie haben Angst, die Leute. Frau Lehrer. Also, wird auch kriminalisiert, wenn du den Fernseher schaust, das wird doch alles, da sind doch lauter Kriminelle hier hin. Ich hab zwar heute noch keinen gesehen. In Bayern länger wie 24 Stunden geht. Diesen Sieg konnten wir nicht alleine erringen. Wir bedanken uns für alle, die hierher gekommen sind, um diese Freie Oberpfalz zu gründen, sie die Truppen der DWK zu vertreiben. Und dass der Wald weiterhin unser bleibt. Die Solidarität der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung hat wieder einmal gezeigt, dass und auch der internationalen dass gegen den Willen der Bevölkerung nichts zu machen ist. In einem demokratischen Staat hat das Volk das Wort und das haben wir heute gesehen. Wir fordern deshalb die einheimische Bevölkerung auf, nach wie vor Wochenende hierher, auch unter der Woche natürlich hierher zu kommen und dieses Gebiet, diese Freie Oberpfalz mit Leben zu versehen. Bravo! Beginnt in den frühen Morgenstunden die Räumung des Hüttendorfes. Von ca. 3000 Polizeibeamten werden die 1000 Platzbesetzer umzingelt und in der Mitte des Dorfes zusammengetrieben. Noch während der Räumung versuchen viele Oberpfälzer mit Verpflegung für die WAA-Gegner auf den Platz zu kommen. Hey, halt dich fest!
einer späteren Pressekonferenz dementiert Polizeipräsident Fricker Schlagstock- und Tränengaseinsatz. Alle Festgenommenen werden einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Recht Mehring bei Wasserburg am Inn. Stefan Kafka. Nee. Dass wir den ganzen Tag im Auto stehen müssen. Sag mir schon, warum Sie fotografieren wollen. Erkennungsdienstliche Maßnahme. Ja. Warum denn? Was haben wir denn getan? Bist du doch. Was denn? Das ist ja Ordnungswidrigkeit nach einer Versammlungswidrigkeit. Nach einer Ordnungswidrigkeit braucht man keine erkennungsdienstliche Behandlung. Natürlich gibt es auch eine Nach jeder Routinekontrolle beim Auto wird keine ED-Behandlung gemacht, Mann. Aber die rechtliche Möglichkeit ist gegeben. Ja, genau. Das ist scheiße, wa? Oh, hör auf! Da ist es zu gefahren! Meine Helm vor! Ach so, passt! Wunderbar! Nimm die Flosse weg, du Arsch!